Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 115. Leute, The Clone Wars. Wir kommen heute mal wieder auf dieses Thema zurück und wir zeigen euch den Jedi Starfighter. Und zudem habe ich ein ganz interessantes Sammlerstück und zwar einen Weihnachts-Adventskalender von Star Wars The Clone Wars. Hat mir meine Mutter letztes Jahr kurz vor Weihnachten geschenkt. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Frau bedanken, dass sie immer so viel Geduld mit mir hat. Ist auch wirklich nötig. Wisst ihr eigentlich, wie eine gute Ehe funktioniert? Das ist ganz einfach. Man betreibt Meinungsaustausch. Ich gehe mit meiner Meinung rein und komme mit ihrer Meinung raus. Also in diesem Sinne, auf Leute, gehen wir rüber. Beginnen wir mit dem Jedi Starfighter. Hier eine äußerst interessante Verpackung, und zwar eine limitierte German 2-Pack-Box. Mit Tesafilm aufgebracht, zwei Galactic Heroes. Einmal Prinzessin Leia Bespin und Darth Vader. Wenn wir uns die linke Seite betrachten, sehen wir gut das angeklebte Pack. Genauso wie auf der rechten Seite. Hier der Blick auf die Rückseite, jede Menge los. Und die Oberseite. Die Unterseite mit dem Pack. Erschien im Jahre 2009, also die Sachen findet ihr noch im Handel. Beigepackt war wieder ein wunderschönes Diorama. Wie immer ist es aus Pappe. So, hier sehen wir nun das gute Stück. Elegant und formschnittig, wäre auch was für mich. Heute führt uns ein Battle Droid durch die Sendung. Ein seltenes Stück aus einem osteuropäischen Doppelpack. Beginnen wir hinten beim Heck. Das Cockpit lässt sich öffnen und bietet Platz für eine Figur. Hier die Seitenarmaturen, der Steuerknüppel. Vorne befindet sich das Fach für den R2-Droiden. Im Mittelbereich befinden sich die oberen Kanonen. Diese können mit Projektilen geladen werden. Durch einen Druck auf diesen Knopf können die Projektile verschossen werden. Hier sehen wir die drei beigepackten Projektile. Die oberen beiden sind für die oberen Geschütze und das große untere für das untere Geschütz. Sehen wir uns nun mal die Unterseite an. Die Triebwerke. Die Landefüße. Der vordere Landefuß, sehr schön das Hoheitsabzeichen, hergestellt im Jahre 2008, bei uns erschienen 2009. Wie fast alle Star Wars Artikel, made in China. Im vorderen unteren Bereich befindet sich das große Hauptgeschütz. Auch dieses kann geladen werden. Über den hinteren Knopf kann die Rakete abgefeuert werden. Nun aber zum eigentlichen Clou. Das Schiff kann in zwei Teile geteilt werden. Hier der vordere Teil. Durch das Auseinanderziehen klappen zwei seitliche Flügel aus. Hier nun die neue Heckansicht. Auch der hintere Teil hat sich ein klein wenig verändert. Das Cockpit für den Droiden lässt sich ebenfalls öffnen und bietet Platz für eine ganze Actionfigur.
Also wenn man lang genug die Luft anhalten kann und die 250 Grad Kälte im Weltraum einem nichts ausmachen, kann man auch vorne mitfliegen, ohne Raumanzug. Kommen wir nun zum Adventskalender. Nebenbei gesagt, er ist verdammt groß. Diesen gab es ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember zu kaufen. Beigepackt waren verschiedene kleine Modelle zum selber basteln. Oder auch Karten. Sogar Modellplaneten waren beigepackt. Hier die Rückseite mit einer ausführlichen Anleitung. Hergestellt im Jahre 2009. Linke Seitenansicht. Rechte Seite. Und die Oberseite. Unterseite. Na, das ist mal ein Diorama. Da vorne ist unser Battle Droid im Größenvergleich. Hier ist der eigentliche Kalender. Hier habe ich das ganze Inlay aus Kunststoff mal aus der Packung entnommen. Und hier die Rückseite. Hier hat alles seinen Platz. Je nach Tag konnte man ein Fächchen öffnen und einen Teil entnehmen. Beigepackt war auch Farbe zum Bemalen der einzelnen Sachen. Der Kunststoff ist relativ dünn und reißt. Sehen wir uns nun die einzelnen Sachen mal genauer an. Hier ist ein zerlegter Naboo-Fighter. Insgesamt waren drei dieser schwarzen Modellplattformen beigepackt. Beigepackt war auch dieser Leuchtstickerbogen. Im Dunkeln leuchten diese Lichtbogenbilder. Beigepackt waren insgesamt 33 Spielkarten. Mit den verschiedensten Motiven. Zudem eine Pappschachtel zum Verpacken der Karten. Hatten wir den nicht heute schon in der Sendung? Der Jedi Starfighter. Im handlichen Taschenformat. Hier der zweite Teil des Naboo Fighters. Man musste also 2 Tage warten, bis man einen kompletten Naboo Fighter hatte. Hier nun die fliegende Festung schlechthin. Das Republic Gunship, Teil 1. Hier der zweite Teil. Und zu guter Letzt der dritte Teil. Beigepackt waren auch immer kleine Gebrauchsanweisungen. Hier ist eine der beiden Planetenhälften. Und hier die andere. Hier noch einmal beide im Größenvergleich. Beigepackt war auch ein kleiner Pinsel mit der Anleitung. Insgesamt waren 3 Farben beigepackt. So Leute, das war's mal wieder von unserer Seite. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Ich möchte doch kurz was am Rande sagen. Häufig werden wir gefragt, warum wir keine Preisangaben gerade zu den älteren Sammlerstücken machen. Das hat einen Grund. Yoda würde sagen, in ständiger Bewegung der Markt, er ist. Die Preise schwanken immer wieder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Artikel sage, er ist 100 Euro wert, und dann sagt bestimmt ein Sammler, hey, der will mir nur 90 geben. Andere sagt, du, der ist aber 200 wert. Das ist immer so eine Sache für sich. Ihr wisst selber, dass es teilweise Figuren gibt, die wo 5.000 oder 10.000 Euro kosten. Oder auch Fahrzeuge, Prototypen, ähnliches, für die man bald schon Mercedes kaufen kann. Aber es ist sehr schwer, hier genaue Preisangaben zu machen. So, was kommt in nächster Zeit? Wieder Star Wars? Wir bereiten auch eine Sendung über Fälschungen vor. Also nicht Produktpiraterie, sondern wirklich von Fälschungen von klassischen Toys. Also da werden ja Waffen gefälscht, ganze Figuren teilweise und ähnliches. Tja, und ich habe auch einen Karton mit Turtles-Sachen gefunden. Das kommt diesen Sommer auf jeden Fall auch dran. Ja, also, was bleibt mir noch zu sagen übrig? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise!
Da wir noch etwas Zeit übrig haben, will ich euch alle Karten zeigen.